Wir gehen heute in das Gebäude, in dem man sich sicherlich nicht so gerne aufhält. Heute geht es um besonders schmerzhafte Krankheiten. Top 10 heute. 10 Beschwerden schmerzhafter als eine Geburt. Nummer 10. Trigeminusneuralgie. Also, fangen wir mal von vorne an. Schmerz ist etwas Furchtbares und kann einen in den Wahnsinn treiben. Die Geburt eines Kindes gehört zu den qualvollsten Erfahrungen, die es gibt. Aber es geht noch schlimmer. Dazu gehört die Trigeminusneuralgie. Der Nervus Trigeminus ist der 5. Hirnnerv und er ist bei diesem Krankheitszustand gereizt. Es kommt zu grauenhaften stechenden Schmerzen an der Seite des Gesichts. Die können nach ein paar Sekunden vorbei sein oder bis zu 2 Minuten anhalten. Das Ganze ist so unerträglich, dass man es auch Suicide Disease, zu Deutsch Selbstmordkrankheit, nennt. Jeanette Warburton litt derart unter diesem Zustand, dass sie von einem Parkhaus sprang. Und auch sie sagte es, es ist schmerzhafter als die Geburt ihrer 3 Kinder. Die Ursache von Trigeminusneuralgie ist weitestgehend unbekannt. Sie kann aus allen möglichen Situationen heraus entstehen, von Zahnproblemen bis hin als Auswirkung eines Hirntumors. Doch die Krankheit ist selten. Nur einer von 20.000 Menschen ist betroffen. Weiter zur Nummer 9, Sichelzellenanämie. Diese erbliche Krankheit ist so fies, weil sie wirklich überall im Körper für Schmerzen sorgt. Das liegt daran, dass der Körper auf Zellebene betroffen ist. Dabei verformen sich rote Blutkörperchen zu sichelförmigen Gebilden und was hier wie eine scharfe Chilischote aussieht, schmeckt dem Körper auch so gar nicht. Die Zellen haben dann Probleme, Sauerstoff aufzunehmen, verstopfen kleine Blutgefäße, wodurch dann Entzündungen entstehen. Die treten zumeist an den Armen, Rippen, Knochen oder Wirbelsäule auf. Die Schmerzen können wochenlang anhalten. In besonders schlimmen Fällen kommt es zu multiplem Organversagen und es kommt je nach Bevölkerungsgruppe sogar richtig oft vor. So vor allem bei dunkelhäutigen Personen aus Subsahara-Afrika. Nummer 8. Hidradentis suppurativa. Als Teenager ist es normal, wenn man Akne bekommt, aber keine Sorge, denn es geht noch viel schlimmer. Hidradentis suppurativa, eine dauerhafte Hauterkrankung, die zu derartigen Gebilden führt, meist dann auch noch an den sensiblen Stellen des Körpers. Laut Dr. Iltefat Hamzavi, einem Dermatologen aus Michigan, handelt es sich hierbei um die Hautkrankheit, die die schwersten Auswirkungen auf das tägliche Leben mit sich bringt. Intensive, immer wieder auftretende Schmerzen. Auf der Schmerzskala, die maximal bis 10 geht, geben Patienten regelmäßig die 10 und zwischen 1% und 4% aller Menschen sind betroffen. Man weiß erst seit wenigen Jahren, dass die Talgdrüse der Auslöser ist und nicht, wie zuvor vermutet, die Schweißdrüsen. Die Krankheit ist unheilbar, so tragen Betroffene die Hautkrankheit ihr ganzes Leben mit sich herum. Nummer 7. Zoster. Umgangssprachlich auch Gürtelrose oder Kopf- oder Gesichtsrose genannt. Diese Viruserkrankung sorgt für schmerzhaft juckenden, blasenförmigen Hautausschlag, der für Wochen oder gar Monate bleibt. Hinzu begleiten den Betroffenen schlimme Kopfschmerzen und grippeähnliche Symptome. Patienten bezeichnen die Krankheit als lebensruinierend und beschreiben unfassbare Schmerzen. Eine Patientin aus Texas sagt, dass die Geburten ihrer 5 Kinder nichts gegen ihre monatelange, qualvolle Zoster-Infektion gewesen seien. Vielleicht juckt es dir schon in den Armen, nur beim Gedanken an diese fiese Zoster-Infektion. Dass es genau dich erwischt, ist aber unwahrscheinlich. Aber 90% aller Europäer tragen infolge von Windpockeninfektionen bereits Zoster-Viren in sich. Trotzdem ist eine Erkrankung selten. Wir kommen zu Nummer 6, Endometriose. Zwischen 6-10% aller Frauen sind von dieser schmerzhaften, chronischen Erkrankung betroffen, bei der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Dies kann dann zu unfassbaren Schmerzen während der Periode führen oder schlimmer noch, es kann konstant so bleiben. Die Symptome sind unterschiedlich, doch gibt es viele Berichte von Frauen in Online-Foren, die jene Qualen als schlimmer als die Geburt eines Kindes beschreiben. Es gab sogar schon Demonstrationen, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Viele Frauen werden ohne Behandlung alleingelassen, da die Krankheit oft nicht richtig diagnostiziert wird. Laut einer britischen Studie hatten fast die Hälfte der Betroffenen bereits 10 Arztbesuche hinter sich, bis die Krankheit korrekt diagnostiziert wurde. Nummer 5. Gicht. Die Gicht erhält ebenfalls nur wenig Beachtung, doch auch diese Stoffwechselerkrankung, verursacht durch eine Nierenfunktionsstörung, sorgt für qualvolle Schmerzschübe bei Betroffenen. Bei dieser schweren Form der rheumatoiden Arthritis bilden sich Harnsäurekristalle an den Gelenken. In den betroffenen Regionen kommt es dadurch zu intensiven Schmerzen, bis zu dem Punkt, wo selbst die kleinste Berührung vom Bettlaken unerträglich sein kann. Man sprach schon damals von der Krankheit der Reichen, da tendenziell mehr Menschen betroffen sind, die ausgiebig und fettiges essen. Heinrich der
VIII. König von England war betroffen, so auch Jared Leto, der sogar in einen Rollstuhl musste, da die Gichtschmerzen so unerträglich waren, nachdem er für eine Filmrolle 60 Kilo zugenommen hatte. Tatsächlich sagen 37% Gichterkrankte, dass sie selbst einen Sechser im Lotto eintauschen würden, wenn sie nie wieder unter dieser Erkrankung leiden müssten. Ja, das ist mal eine Aussage. Wir machen jetzt weiter mit der Nummer 4, Penisbruch. Du magst dich fragen, wie kann man sich etwas brechen, das überhaupt keinen Knochen hat? Es handelt sich aber auch vielmehr um eine Überdehnung bzw. einen Riss des Gewebes und das passiert meistens bei der Woman-on-Top-Position. Also nochmal genauer erklärt, der Penis ist beim Geschlechtsverkehr irrigiert und knickt dann gewaltsam um. Dabei kommt es zu einem Bluterguss und im Zuge dessen zu einer sehr schmerzhaften Schwellung. Genau genommen ist der Begriff Penisbruch falsch, man nennt es eigentlich Penisruptur. Trotzdem gibt es dabei ein knackendes Geräusch. So etwa, ja. Oh mein Gott. Wichtig, dass man in jedem Fall schnell ins Krankenhaus fährt, denn sonst drohen Penisverkrümmung, Harnröhrenverengung oder gar erektile Dysfunktion. Doch die gute Nachricht, es gibt nur ca. 16 Fälle jährlich weltweit. Also so gefährlich kann dann die Woman-on-Top-Position wohl nicht sein. Nummer 3, ein Zahnabszess. Zahnschmerzen hatte wahrscheinlich schon mal jeder von euch. Es tut sehr weh, manchmal auch etwas mehr, je nach Befall. Und tatsächlich gaben 2014 mehr als 80% der Deutschen an, schon einmal Karies gehabt zu haben. Aber aufgepasst, es geht noch schlimmer und nennt sich Abszess. Eine abgekapselte Eiteransammlung im Bereich der Zahnwurzelspitze. Doch das ist erst der Anfang. Unbehandelt kann sich die Infektion sogar bis zum Herz oder Gehirn ausbreiten. Ja, ihr hört richtig, früher, als es noch keine vernünftige Zahnbehandlung gab, sind Menschen an so etwas gestorben. Auch hier geben Patienten dieser nervenaufreibenden Infektionen meistens eine 10 auf der Schmerzskala. Nummer 2, Nierensteine. Das Leiden durch Nierensteine wird tatsächlich häufig mit Geburtsschmerzen verglichen. Schließlich befindet sich in beiden Fällen ein ungewöhnlich großes Objekt im Körper, wie auch der Ultraschall zeigte. Sogar in der Serie Friends wird der direkte Vergleich gezogen. Breathe through the pain. Ja. Sie entstehen in der Regel durch Calciumansammlungen innerhalb der Nieren, aus denen sich nach und nach solche Formen bilden. Wandern Steine in den Harnleiter ein, können sie sich dort festklemmen. Schmerzhaft! Folgt dann ein Urinstau, bildet sich Druck und die Niere kann geschädigt werden. Kleinere Steine kann man mit Schmerz ablassen, sonst muss operiert werden, da es zu einer lebensgefährlichen Urämie kommen kann. Bei einer Studie wurden Frauen befragt, die sowohl Kinder bekommen haben, als auch schon mal Nierensteine hatten. 63% sagten, dass die Nierensteine schlimmer waren. Und die Nummer 1, Clusterkopfschmerzen. Jeder, der schon mal unter dieser Kopfschmerzerkrankung gelitten hat, wird wohl sagen, ja, das ist die grausamste Qual, der man als Mensch begegnen kann. Man erlebt hier in Attacken auftreten extrem heftige Schmerzen im Bereich von Schläfe und Auge. Es ist wie eine Migräne, nur noch viel heftiger. Betroffene beschreiben es wie den Schuss einer Schrotflinte direkt ins Gesicht und ein Papierschnitt direkt ins Auge. In Medienberichten spricht man in diesem Zusammenhang auch gerne von Selbstmordkopfschmerzen. Denn nicht selten wollen Patienten diesem Schmerz ein für alle Mal ein Ende setzen. Es ist sogar die Rede von einer Selbstmordrate der Betroffenen von 10%. Aber es gibt Hoffnung auf Genesung. Eine Form von nicht-halluzigenem LSD weist beträchtliche Erfolgsraten auf. Symptome und die Häufigkeit der Attacken können damit behandelt werden. Das war heute eine sehr schmerzhafte Episode, oder? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wobei euch der Schuh drückt. Hoffentlich nichts Ernstes. Dann gibt's noch zwei weitere Videos. Du hast die Wahl. Erstens die 10 komischsten Krankheiten und zweitens 10 Mythen der Medizin. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. 10.